Thomas Matuschka. 1-0 beim VfB Stuttgart. Energie Cottbus ist wieder zurück im Rennen. War das die Wende im Abstiegskampf? Das werden wir in 3 Wochen sehen. Wir hoffen es natürlich. Ich denke, wir haben heute richtig gut gestanden. Jeder hat alles für den Erfolg der Mannschaft getan und mit vielen jungen Spielern unbekümmert aufgespielt. Geisi, Zicke, Knechtchen, auch Ciborra, der reingekommen ist. Dann haben wir ihn geschützt, weil er, glaube ich, auch gelb-rot war und auch fix und fertig war. Auch wenn er halt nur 10 Minuten gespielt hat, aber ich kann den Jungen verstehen, weil wenn du reinkommst, nur hin und her läufst, dann bist du irgendwann satt. Und da soll der Junge sich nicht so einen Kopf machen, das habe ich auch schon gesagt. Und die haben es einfach dann zum Glück verteidigt und haben jetzt 3 Punkte, die extrem wichtig sind. Und jetzt haben wir 8 Tage Zeit bis zum nächsten Spiel und dürfen nicht eindeutig nachlassen. Wir müssen genauso konzentriert unter der Woche arbeiten. Und dann auf dem Platz einfach die Leidenschaft an den Tag legen, die wir heute hingelegt haben. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir, denke ich, noch die Punkte holen, die wir dann für den Klassen erreichen. Beschreiben Sie mal den Druck, den die Mannschaft so hatte. Die Mannschaft wurde nochmal groß verändert, weil viele ausgefallen sind, viele junge Spieler reingeraten. War das heute eine Drucksituation, die ganz selten im Fußball da ist? Natürlich hat man Druck, ist doch normal. Man hat Druck, wenn man oben dabei ist, und man hat Druck, wenn man unten dabei ist. Natürlich ist der Druck, wenn man oben dabei ist, natürlich ein bisschen angenehmer als der unten ist. Aber wir müssen uns ja trotzdem die Aufgaben stellen. Und das haben wir heute gemacht, jeder Einzelne. Auch die Jungs, die draußen waren, die sind mitgegangen und das ganze Funktionsteam. Und dann nochmal Kompliment. Wie gesagt, wir haben uns unter der Woche natürlich auch nochmal einige Dinge gesagt. Natürlich ist ja klar, nach so einem 0-5-Klatsche kannst du es natürlich so nicht weiterlaufen lassen. Und ich denke, das hat jeder verstanden und verinnerlicht. Und wir haben die richtige Reaktion gezeigt. Aber es war ein ganz, ganz kleiner Schritt, den wir heute gemacht haben und muss es einfach in den nächsten Wochen so weitergehen, ganz einfach. Ist der Glauben jetzt aber wieder zurück, dass man es wirklich schaffen kann? Natürlich, wir haben ja vorher auch immer dran geglaubt, auch wenn es natürlich, wenn du natürlich, ich glaube, 5 Spiele nur zu 14 Tore kriegst, ist doch klar, dass keiner mehr an uns geglaubt hat. Und, aber wir trotzdem gesagt haben, es ist zum Glück so gewesen, dass die anderen halt auch noch genauso blind waren und für uns gespielt haben. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir einfach mal liefern. Wir können quatschen und sonstiges und machen, aber wir müssen jetzt einfach abliefern. Und, das haben wir heute gemacht. Und der Druck ist schwierig, ist doch ganz normal, Mann, dass man sich Gedanken macht, was ist, wenn das so und so passiert, das ist auch Logo, aber wir müssen es einfach ausblenden, gerade dann, wenn der Schiri anpfeift und das, denke ich, haben wir heute sehr, sehr gut hinbekommen.